Hallo, Löwe, wie geht's? Ich bin Phoenix und ich freue mich sehr, wieder bei dir sein zu dürfen. Ich möchte gerne mit dir zusammen schauen, wie die Energie für dich, für dieses Wochenende, für die nächsten Tage für dich steht, ja? Schauen wir mal zusammen. Unter dem Deck Löwe habe ich ein Ass der Münze. Wow. Also, wir reden hier über Geld, ja? Ist eine sehr positive Energie für die nächsten Tage. Sprich ja nicht nur für Wochenende, sondern es kann natürlich für ja, die kommenden Tage danach. Also ist eine sehr positive Option, Möglichkeit, was wir hier haben. Ja? Also, wir reden über Geld, was du bekommen könntest, in manchen Fällen. Wir reden über einen Eigentum, den Verkauf von einem Eigentum. Wir reden über einen Umzug in manchen Fällen. Also, die Optionen hier, die Möglichkeiten hier können unendlich sein, Löwe. Aber alle nur positive. Wir reden hier über viel Reichhaltigkeit. In manchen Fällen eine neue Person in deinem Leben. Eine neue Arbeit. Es fühlt sich einfach neu, diese Möglichkeit, ja, ist wirklich sehr positiv. Ja, sehr positiv. Neue Verträge, neue Kompromisse. Auf jeden Fall ist sehr materiell diese Karte, hat mit dem Materielles, mit Geld zu tun. Ist aber sehr positiv. Sehr positiv. Sehr positiv, ja. In manchen Fällen, Löwe, hat tatsächlich mit einer Person zu tun. Ja. Puppe der Kelche, Wasserelement, Sternzeichen Fische, Krebs, Skorpion, vielleicht. Aber wir haben hier mit einer sehr positiven Energie zu tun, ne? Löwe. Schau mal hier, bitte. Also achte Stäbe, die Gerechtigkeit. Ein König der Münzen. Irgendwie die Gerechtigkeit, Sternzeichen Waage, Löwe, also Sternzeichen Waage sehr präsent hier. Der König der Münzen, eine ermächtigte Energie, muss ich dir schon sagen. Eine ermächtigte Energie, Sternzeichen Stier, Steinbock, Jungfrau, muss aber nicht sein. Es kann einfach nur für die Energie von der Person reden. Und hier haben wir eine sehr wichtige Person für dich. Es kann dein Vater sein, deine Mutter sein. Es kann irgendwie eine Langzeitbeziehung. Einen Ex sogar. Interessant ist nur, Löwe, dass ich hier zum Beispiel jetzt das Wort Ex genannt habe. Und hier, wie du siehst, haben wir eine neue Person. Ja? Du siehst ja, also ich habe hier parallel zwei verschiedene Situationen, die man hier sieht. Eine neue und eine schon mehr bekannte Situation gibt es hier schon. Ja. Löwe, für manche rede ich hier über eine Scheidung. Gell? Nicht für alle. Augenblick bitte. Weil du weißt, wie das ist, Löwe. Also dieses Sternzeichen ist unabhängig von dieser Energie. Weil für jeder von euch spricht für eine andere Person. Das kann natürlich der Vater deiner Kinder sein, die Mutter deiner Kinder. Also wir reden hier über Grenzen, die man setzt. Die Gerechtigkeit ist ja da. Und die Gerechtigkeit immerhin spricht schon für, tja, in manchen Fällen für eine Trennung tatsächlich. Wow, qué fuerte.
Wow. Löwe. Also, ich sehe Familie, natürlich. Ich sehe Familie und Kinder. Ja, also sechste Kelche spricht für eine Vergangenheit. Und ich würde sagen, eine lange Vergangenheit. Tatsächlich, du hast hier mit dieser Person Kinder gehabt. Ja. Und sonst ist das vielleicht nicht deine Situation, dann spricht das hier für deinen Vater, deine Mutter. Auf jeden Fall sehe ich hier eine wichtige Beziehung. Denn schau mal bitte hier. Ich habe nämlich der König und die Königin der Münzen. Also das spricht sehr deutlich für einen Ehepaar, ja. Einen Ehepaar, aber natürlich, wie du gerade gesehen hast, auch die Gerechtigkeit. Es gibt hier schon ein Gefühl von Trennung, von in manchen Fällen Scheidung, ja. Schau mal jetzt, Löwe, in der Mitte für deine Kartenlegung habe ich die Karte der Tote. Also Sternzeichen Skorpion ist bei dir, Löwe, sehr präsent. Das muss ich dir wirklich sagen. Sternzeichen Skorpion, sehr präsent in deiner Legung, Löwe. Ziemlich interessant. Ziemlich interessant. Weil gerade habe ich Sternzeichen Löwe auch gemacht. Entschuldigung, Skorpion. Und genau, Löwe war auch sehr präsent. Auf jeden Fall, es gibt hier eine Situation, die sich transformiert, Löwe. Eine Situation in deinem Leben, die sich verändert, aber nicht in 2 Tagen. Wir reden über eine Situation, die bei dir schon eigentlich sehr lang geht. Und wo irgendwie es gibt hier einen deutlichen Ende. Etwas verändert sich, etwas transformiert sich bei dir. Du bist am Ende auch nicht mehr die gleiche Person, die du gestern warst. Ist eine ermächtigte Energie, Löwe, diese Karte der Tod, was für manche vielleicht für etwas Schlechtes ist, ist in Wirklichkeit eine sehr positive Energie. Weil am Ende, wir entwickeln uns auch weiter, wir verändern uns. Ja, alles hat einen Grund in unserem Leben. Alles, was wir erleben, was in unserem Leben geschieht, hat einen Grund, ja. Und das ist für unsere Entwicklung wichtig. Eine extreme interessante Energie, Löwe. Schau mal hier. Es gibt tatsächlich hier, für manche rede ich hier über eine Situation, die ein Ende hat. Ich rede über Schicksal, ich rede über eine Sache, die mit einem Schicksal zu tun hat, aber Löwe, ich rede über eine karmische Beziehung. Ne? Wir reden hier über eine klare, karmische Beziehung. Denn da, wo du dich befindest, Löwe, fühlst du dich eigentlich auch nicht mehr wohl. Das Gefühl wäre hier, ich fühle mich nicht mehr wohl da, wo ich bin. Ich fühle mich nicht mehr, ja, ich beende eine bestimmte Situation. Ja, aber deutlich. Grenzen werden gesetzt. Grenze werden gesetzt, deutliche Grenze. Und das Wort Karma, wow, das Wort Karma, Löwe, ist hier sehr, sehr präsent. Und ich glaube, heute habe ich das Wort kaum ausgesprochen, aber tatsächlich ist in dieser Legung das Wort Karma sehr präsent. Ja. Sehr. Wahnsinn, schau mal bitte hier. Vierte Kelche, fünfte Münzen, Puppe der Stäbe. Ja, also irgendwie nochmals dieses Gefühl von Verlust, von Traurigkeit, von Nachdenken, Vermissen. Es gibt hier ein Gefühl von, in manchen Fällen gewisse Abhängigkeiten, könnte man denken, Löwe. Dieses Gefühl von Abhängigkeit, ja. Abhängig zu einer Person zu sein. Eine starke Anziehung zu einer Person, aber das spürt man hier mehr, eine unreife Energie.
Löwe, das ist, was man hier, das Gefühl, was man hier hat. Eine gewisse Unreife. Ja. Ja, und eine gewisse, eine Abhängigkeit, ja. Also, und Abhängigkeit nicht vergessen, also Abhängigkeit hat mit Liebe nichts zu tun. Die Liebe fühlt sich fühlt sich ganz anders. Die Liebe fühlt sich natürlich frei. Und nicht missverstehen, das Wort frei, ja. Also die Liebe fühlt sich nicht frei von wegen, ich kann mit jeder, wie es mir passt. Die Liebe fühlt sich frei, weil in der Liebe spürt man gar keine Abhängigkeit. Ja. Liebe spricht nicht für Festklammern oder irgendwie oder sich kompliziert. Die Liebe fühlt sich nicht kompliziert. Die Liebe fühlt sich angenehm, ja, und leicht. Und irgendwie ist einfach die Liebe, ist einfach, ja, und ich befürchte, viele von uns kennen nicht das, was das ist, in Wirklichkeit, auf der Welt überhaupt. Es gibt nicht unbedingt so viele Menschen, die wissen in Wirklichkeit, was Liebe heißt, ja. Genau. Ich befürchte. Aber es ist nicht, weil wir es nicht, wir schuld dran sind oder nee, ich befürchte, das ist halt leider so. Also manchmal habe ich das Gefühl tatsächlich, dass unsere Bestimmung und unsere Aufgaben für jeder von uns ist, das zu erobern, ja. Was ist Liebe in Wirklichkeit? Was ist Liebe in Wirklichkeit? Das wäre meine Frage. Für uns allen, also das spricht nicht für Löwe jetzt nur, natürlich nicht. Das spricht nicht für Löwe nur, das spricht für uns allen. Was ist Liebe in Wirklichkeit? Ja, weil ich glaube tatsächlich, viele von uns, viele, aber viele kennen die Liebe noch nicht, natürlich nicht. Ne? Natürlich nicht. Man irrt sich, man täuscht sich, man denkt, Sex ist Liebe. Man denkt, ich klammere so sehr an diese Person, weil ich die Person liebe. Nein, gar nichts. Gar nichts. Liebe ist Vertrauen. Liebe ist, ja, also Liebe ist was ganz anderes. Also so wie ich mir das vorstelle, hat mit dieser Mischung von Karten gar nichts zu tun. Gar nichts zu tun. Das spricht, wie gesagt, für gewisse Abhängigkeiten, für karmische Beziehungen, für sexuelle Abhängigkeiten. Nein, also ich befürchte, die Liebe ist was ganz anderes. Aber tatsächlich hier, Löwe, habe ich mit einer nochmals Abhängigkeit. Aber in dem Fall jetzt hier von einer Komfortzone. Also ich möchte meine Komfortzone nicht verlassen. Interessant, ja? Also ich möchte meine Komfortzone nicht verlassen. Ich klammere tatsächlich, weil ja, ich habe gewisse finanziellen Sachen da. Ich möchte das nicht verlieren. Also ich möchte kein Geld verlieren. Ich möchte keine Verluste machen. Und ich klamme an das, was ich habe, an meine Komfortzone, klamme ich schon. Und es gibt hier eine Situation, die möglicherweise sich verändern sollte, transformieren sollte. Aber eine Person hier klammert fest. Es gibt hier schon ein Gefühl von, schau mal, festklammern. Ich lasse nicht los. Ich lasse nicht los. Ja. Ich lasse nicht los, ja. Also, es gibt hier der König der Münzen, ist eine Person mit viel Reichhaltigkeit, viel finanziell gesehen, viel Reichhaltigkeit. Ja, aber irgendwie eine sehr langsame Energie, sowieso. Es gibt hier eine sehr langsame Energie.
Eine sehr stabile Energie, finanziell gesehen auf jeden Fall. Ich meine, okay, wir reden ja über eine wichtige Beziehung für manche, ja. Also es ist ja der Ehemann oder die Ehefrau. Oder eine bestimmte wichtige Beziehung gibt es hier zu diesem König der Münzen. Aber sehr wichtig. Ja. Und das Wort Komfortzone ist hier zu spüren, tatsächlich. Aber Optionen sind natürlich hier und irgendwie Entschuldigung, meine Pause. Löwe. Auf jeden Fall gibt es hier diese Situation von ich schaue auf mein Handy. Ich schaue auf mein Handy, ob irgendwie Kommunikation kommt. Also ich warte hier, ich tue gar nichts. Also das Gefühl hier ist auch so ungefähr, ich bewege mich nichts, ich verändere meine Situation nicht. Ich warte, ob irgendwie Kommunikation kommt. Ja, dieses Gefühl ist hier von. Ja. Was ich dir sagen kann, Löwe, ist, dass hier wirklich Veränderungen, man sieht hier Veränderungen. Eine Transformation gibt es hier. Irgendwie Grenze, die man setzt. Also eine Person setzt hier Grenze in ein Gefühl, ja, eine Situation hier. Menschen, die vielleicht auch kommen, irgendwie. Löwe. Natürlich spricht das auch sehr deutlich für dich. Also eine Person, die Grenze jetzt hier setzt. Wir haben mit einer karmischen Beziehung hier zu tun, ja? Und eine Situation sollte man hier lernen. Wir haben ja die Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit ist eine Karte, die viel mit Karma verbunden ist und die eigentlich uns auch fragt, haben wir die Situation verstanden? Verstehen wir hier diese Situation? Weil irgendetwas muss man hier loslassen. Irgendetwas muss man hier loslassen. Für manche ist es hier juristische Kommunikation, also irgendwie eine Kommunikation, die vom Gericht kommt, die mit einer juristischen Situation zu tun hat. Das sieht man hier schon. Löwe, interessante Energie, weißt du warum? Weil ich sehe mehrere Situationen bei dir. Viele, viele Situationen sieht man hier. Aber das spricht natürlich nicht für allen. Und das ist die Sache. Ja. Genau. Also nochmals, dass du hier mit einer wichtigen Person zu tun hast, die diese König der Münzen für dich, diese ermächtigte Energie für jeder von uns eine ganz andere Person ist. Und diese Situation ist hier begleitet mit der Gerechtigkeit. Also irgendetwas verändert sich hier deutlich, deutlich. Ja, und irgendwie jemand, die auch nicht loslassen möchte und festklammert irgendwie hier. Aber etwas verändert sich hier in dieser Situation. Was mit einer wichtigen Energie zu tun hat. Ja? Es gibt schon hier eine Transformation, Löwe. Und ja, natürlich. Also die Karte der Tod und die Gerechtigkeit, ich meine, sind Karten, die nicht von heute auf morgen gehen werden. Das spricht jetzt nicht nur für für ein Wochenende, das wäre unmöglich. Weil die Karte der Tod schon zeigt eine Energie, die sehr viel mit Zeit verbunden ist, genau wie die Gerechtigkeit. Und überhaupt, der König der Münzen ist extrem langsam. Ist extrem langsam, nimmt sich wahnsinnig viel Zeit für alles. Ja?
Klar, weil man natürlich diese Komfortzone nicht verändern möchte. Aber ich denke, die Veränderungen sind da. Die Veränderungen sind da. Ist einfach eine Sache der Zeit. Wann? Und das können wir nicht bestimmen, ja, weil das Universum kennt ja nicht von Zeiten. Das ist nur eine Sache von Menschen. Aber die Veränderungen sind da. Die Veränderungen sind da. Ja, tatsächlich. Es ist einfach interessant. Die Gerechtigkeit ist eine sehr wichtige Karte, Löwe, eine sehr wichtige Karte. Ja. Genau, eine sehr wichtige Karte, würde ich sagen. Und genau, also eine Gerechtigkeit kommt. So ungefähr, jeder bekommt am Ende, was jeder verdient. Ja, das ist ja dieses Handlungen und Konsequenzen halt, ja. So, jede Handlung hat ja eine Konsequenz, so ungefähr, ja. Also die Gerechtigkeit spricht für dieses. Jeder verdient am Ende, was jeder, nee, jeder bekommt, was jeder verdient, ja. Also wir reden über eine Karte, die viel mit dem Karma zu tun hat, mit Karma, ja, genau. Und nochmals, Sternzeichen Waage, sehr präsent bei dir, Löwe, Sternzeichen Waage und die Karte der Tod, Skorpion. Und ich sehe hier Veränderungen, sehr deutliche, starke Veränderungen, genau. Jemand versucht sich hier auch zu schützen. Ja, ich schütze mich. Tatsächlich, ich schütze mich. Und diese göttliche Gerechtigkeit ist hier. Also hier ist, hat viel mit dem Schicksal zu tun. Und in Wirklichkeit, wir haben gar keinen Einfluss mehr in diese Situation. Das will ich sagen, Löwe. Wir haben keinen Einfluss mehr in diese Situation. Das ist jetzt eine Sache, die mit Gerechtigkeit zu tun hat. Und früher oder später, es zeigen sich hier Ergebnisse tatsächlich. Ob der König der Münzen es will oder nicht, weil man sieht hier schon eine Energie, die sehr sich gemütlich da fühlt. Aber es kommen hier deutliche Veränderungen. Deutliche Veränderungen. Ja, also Löwe, interessante Energie. Ich könnte hier wieder weiter schauen und so weiter, aber wir schauen dann die nächsten Tage, wie sich die Energie für dich entwickelt. Und auf jeden Fall, wir sehen uns bald und schauen wir weiter, wie die Energie sich zeigt. Ja, danke schön, Löwe. Ein schönes Wochenende. Bis bald.